Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sprite Seeing. Lass uns mal bei Sprite Seeing, wenn ich die Dinge schon aufnehme, sonst rühre ich immer am Titel herum von Demon's Souls. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja schon einigermaßen erfolgreich, ja, relativ erfolgreich. Moment, ich muss für mich noch hier kurz die Helligkeit einstellen, damit ich auch was erkennen kann, weil es ein relativ dunkles Spiel ist. Hallo, Fernseher, mach mal. So, so viel besser. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns einigermaßen gut durch das Tutorial gekämpft. So ein bisschen Skill ist hoffentlich noch über von Dark Souls 3, dass ich hier einigermaßen zurechtkomme. Darf man das? Ich habe es einfach mal gemacht. Hier. Ich bin gestorben beim Boss leider, obwohl ich gedacht hätte, dass der potenziell machbar ist. Bin jetzt hier im Nexus gelandet, bei dem ich wohl, ja, meine Hubwelt hier, guck mal, wie viele Leute da sind schon zu Beginn. Das ist ja krass. Hallo, ja, und ich gucke mich mal ein bisschen um. Und wir checken mal, was wir hier alles anstellen können. Hallo du, leuchtender Mann, sag mir was. You slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Also ja, die Keilsteine, die Arcstones, das sind, glaube ich, die Dinger, die mich dann hinbeamen in die nächste Location. Ich weiß, hier gibt es auch einen, der kaputt ist. Bei einer Location, die nie fertig gebaut wurde, da oben ist er, ne? Der kaputte. Ja, was man im Spiel hier wohl dann nicht findet. Diesen Northern Highlands oder was auch immer das gewesen ist. Ist ein bisschen so bei Bloodborne, haben sie es ja wieder referenziert mit den Gräbern, mit denen man sich hin und her biegen kann. KS des kleinen Königs berühren, Keilstein, hoffentlich heißt das. Aber ich gehe da noch nicht hin, denn ich will mich erstmal umschauen. Ich habe meine Seelen übrigens noch, ne? Wo ich gestorben bin. Das ist nice. Nachricht reden, Nachricht lesen. Mir bricht das Herz. Okay. I'm Stockpile Thomas. When the Scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here. In the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Okay. Deponieren also Lagermeister Thomas, Stockpile Thomas. Das ist wirklich nur mein Lager für Sachen, okay, Soldatenseele gewährt, weitere Seelen. Die Frage ist es, Gegenstandslast, hier gibt es ja auch noch was, ne? Also es gibt eine richtige Equip-Load. Anscheinend kann ich auch nur ein bestimmtes Maß an Gegenständen mit mir nehmen und nicht nur tragen. Das ist ja Dark Souls irrelevant, du kannst ja eigentlich so viel tragen, wie du willst. Aber es wird hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen relevanter. Ich rede mit ihm noch mal ein bisschen weiter. Es ist wahrscheinlich alles auch Story wichtig, ne? As Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a madman. When I came to, I was in the Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls. Okay. Na gut, erstmal wegpacken muss ich nicht. Das ist der Schmied, oder? You new here? Do you hear from my services? The name's Baldwin. Just an ordinary blacksmith. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons or forge ones you already have. With your souls. I can eke out a living, and with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, huh? Okay. Waffen aufwerten. Es kostet hier nur Seelen, das Aufwerten, also man braucht keine Titanitscherben oder irgendwie sowas. So, was bedeuten die Icons denn überhaupt? Okay, also zwei Striche nach unten, zwei Striche seitlich,
roter Blobs 80, grüner Blobs 50, drei Striche quer 2. Ich weiß nicht ganz, aber ich sag mal, es kostet 141 Seelen wahrscheinlich. Dieses Weiße sind wahrscheinlich die Seelen, schätze ich mal, ne? Die sowas kostet. Aber das will ich noch nicht machen, sondern mich erstmal umschauen. Weil irgendwo muss doch noch hier, ich weiß nicht, levelt man sich hier auf, indem man die TUS anspricht? Ah, was ist das? Ach nee, sag mal, wer ist denn hier gestorben? Kann man denn hier den abnippeln? Aber muss man hier zu der Frau zum Aufleveln oder nicht? Hallo, das ist schön. Da, ne, Luxury Door. Nein, ist es nicht. Ich finde, PS3-Spiel aus dem Jahr 2009. Ich finde, es sieht eigentlich noch vollkommen okay aus. Es hatte so eine gewisse Tendenz, aber, okay, mein Charakter leuchtet jetzt natürlich auch nochmal extra, aber da war ja dieses, wie nennt man das schön, Bloom, den Effekt, ne? So dieses überlichtete, überscheinende, wie so eine Schmiere, die auf allem drauf ist, sobald Licht drauf fällt. Das ist ja auch relativ vorherrschend. Guck mal, ich bin meine eigene Lichtquelle. So allein hier, schaut euch die Wand mal ein bisschen an, ne? Also klar, Detailgrad oder sowas, Textur und so weiter, aber sobald da ein bisschen Licht eben drauf ist, es glänzt schon arg. Als ob man immer direkt ins Licht reinschaut, so wie das ein bisschen. Also abgesehen davon aber finde ich also alleine Look and Feel und Design ist doch Hammer. Kann man eh nichts dagegen sagen und haben. Es sind wahrscheinlich viele, also irgendwelche Leute haben hier andere angegriffen. Oder ist das auch eine Fighting Arena oder sowas mit, ich weiß ja nicht, ob hier PvP oder der ganze Shit geht, der interessiert mich ja nicht. Hier sind ein paar runtergesprungen, da bin ich mir sicher. Na, mal gucken. So. Zeig mal. Ja, und der hier auch, oder? Nee, der hat gekämpft und ist runter. Ah, ist runter ausgewichen. Der Idiot. Links. Okay. Ah. Das sieht doch irgendwie türmäßig aus, oder? Aber es ist wohl keine klassische Illusory Door. So, also mal vorsichtig runtergehen, bevor ich runterfalle. Weil da vorne sollst du mit einem Schatz rechnen. Naja, keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Also ich finde es, vom Aufbau her ist es auf jeden Fall die interessanteste Hub-Welt. Ja? Ich dann denke, jetzt Dark Souls 3 hat ja wohl versucht, ein bisschen in diese Nexus-Richtung zurückzugehen mit der, mit dem Hub im Feuerbannschrein. Aber der war ja nicht so aufregend gesagt, ach, was, wer bist du denn? Hallo, guck mal auch, wie die glänzt mit dem Licht. Oh my, how has this happened? Has God abandoned us for failing to show proper respect to King Aland? Oh, Mbasa. Mbasa. Okay, hast du sonst nichts? Oh, Mbasa. Na gut. Kann ich mir dich ein bisschen näher angucken? Warte mal, konnte ich hier eigentlich rein in die... Ne, ich muss eine Perspektive, aber ich kann nicht in die Ego-Sicht schalten, ne? Oder sowas. Mich mal ein bisschen genauer umzuschauen. So, da ist die... Hier... Was ist hier? Nachricht lesen, oh Gott. Falls du die Fähigkeit hast, ist deine Waffe nutzlos. Setz auf keinen Fall Dolche ein. Was ist denn hier los? Musst du sie erlernen. Wo ist dein Fokusgegenstand aus? Phantome sind Krieger. Okay, hier ist also... Einfach mal... Alles voll. Ah, und hier, wenn die Tendenz sehr schwarz ist, stellen Dämonen eine größere Bedrohung dar. Achte auf die Tendenz der Seelen der Welt. Ihr weiß in die Kräfte. Okay. Ah. Also, wenn die World Tendency schwarz ist. Sie ist jetzt bei allen weiß oder so, ne? Obwohl, nee, Schreien der Stürme scheint, ist es dunkler. Ich kann es nicht richtig definieren, aber das bestimmt wohl auch den Schwierigkeitsgrad mit. Aber ich schätze auch, je schwieriger, umso mehr Seelen sind wahrscheinlich vorhanden. So wird es wohl sein. Ja, eigentlich, gibt es hier eine Frau zum Aufleveln? Kann ich das irgendwo anders machen? Ich möchte meine Seelen gerne... Setze gegen den nächsten Fall einen Speer ein. Ich habe extra den Speer abgelegt.
damit ich das nicht machen muss. So, wo ist denn die Frau? Ich sehe sie nicht. Ist sie überhaupt hier irgendwo noch? Ich sehe nur hier diese Statue. Ja, dann, dann muss ich wohl. Palast von Boletaria, die erste Welt. Eine gigantische, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich von Boletaria. Dort lauern gierige Soldaten, deren Seelen von Dämonen geraubt wurden, und furchterregende Drachen. Let's do this. Wie erwähnt, im letzten Video, ich spiele die Download-Version, die europäische. Das heißt, die Online-Funktionen sollten noch gehen. Aber auch die Ladezeiten sind ein bisschen geringer, als wenn ich es von Disc spielen würde. Und da komme ich an. Den Level habe ich mal gespielt. Da ist ein furchterregender Drache. So wie es angekündigt wurde. Aber ein bisschen habe ich den Level gespielt. So einen groben Kopf habe ich vielleicht die ersten... Ich glaube, bis zur ersten Abkürzung oder so hatte ich mal gespielt, ja. Alter, hat er immer... Oh! Hat er sich den gerade geschnappt? Den Haufen Leichen? Holy fuck. Holy fuck. Ich wollte sagen, ein bisschen habe ich noch das Design hier im Kopf. Vom Level hier. Jetzt mal gucken, wie ich vernünftig weiterkomme. Hallo. Immer dieses Hallo überall. Zunehmender Gras... Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Zunehmender Gras... Mondgras. Okay. Was ist das? Ach nee, warte mal. Angucken hier, ne? Stellt eine große Menge TP wieder her. Ah, das 0,1 ist wahrscheinlich das Gewicht. Ne? Ausdauer 95. Ah ja, da. Gegenstandslast. Jetzt wird's, da wird's angezeigt. TP ist rot, MP ist blau, Ausdauer ist grün. Na gut, lass mich erstmal. Lass mal gucken, wie ich hier vernünftig weiterkomme. Da ist das Bonfire oder der Keilstein. Schon wieder so ein Hallo, viel Glück. Naja, komm. Komm. Da. Oh, das fängt schon mal gut an. Wieso kommen denn da gleich zwei? Okay. Oh, weich aus. Zum Glück bin ich kräftig genug. Mit der Ausgangs-, ey, sechs Seelen bringen die. Das ist ja gar nichts. Sicher Mondgras. 16 Stück. Aber im Moment, glaube ich, den Anfang soll ich zumindest gut machen können. Unbekannte Soldatenseele. Aber ich muss mal rausfinden, wie man levelt. Oh, oder muss man erstmal die erste Welt durchschaffen, bevor man leveln kann? Da bringt es ja wahrscheinlich eher was, meine ganzen Seelen in die Waffe zu investieren, oder? Okay. Zackidi-zack. Ja, ich habe wirklich nur die halbe Energie, gerade im Moment. So einen richtigen Backstep konnte ich bisher auch noch nicht machen. Ne? Also den Parry gab es. Parry und Repost. Aber die müsste ich auch von Gegner zu Gegner nochmal üben. Guck mal, durch das Ding kann ich nicht durchrollen, aber ich kann es immerhin zerhauen. Also manche der Gegenstände sind binnen zu hart. Kommst du mal runter? Okay, das war keine gute Idee. Sag mal, ich hab den doch gehauen. Soll ich ein Sichelmondgras nehmen? Fühlt sich gerade ein bisschen verschwendet an. Bam, babam, babam. Wer ist denn hier abgekratzt? Ich stecke in Schwierigkeiten. Bitte diese Nachricht empfehlen. Warte mal, das hat funktioniert. Ich empfehle hier gar nichts. So, da ist einer. Der andere Seite wahrscheinlich auch. So, hier. Nee, oder? Hier ist keiner. Doch, da drüben. Setze gegen den nächsten Feind Feuer ein. Sowas habe ich doch nicht. Ist das... Das macht immer so einen extra Sound, ne? Wenn er auf meinen Schild drauf trifft. Sichelmondgras. Ich glaube, hier müsste... die Tür sein, die man wieder aufmacht, oder? Sieht ein bisschen danach aus. Alter, mein Schild steckt da durch die Tür. Ich hab's hier durchgesteckt. Das geht doch gar nicht. Flupp.
bisschen klein geworden zum Durchstecken da. Wie siehst du überhaupt aus, mein Mädel? Da, oh Gott. Lass lieber nicht machen. Lass das lieber nicht so machen. Also. Hier war auch, oder ist das die Tür, wo man hier durchkommt? Hier war auch was, das weiß ich auch noch. Bogenschütze da oben. Alles klar. Aber, Vorsicht, guck mal, da sind gleich wieder welche. Zwei sogar. Ich lock sie erstmal wieder weg vom Bogenschützen. Weil die muss ich... Trau mir noch nicht so ganz. Okay. Jetzt kann ich zum Bogenschützen. Ups, und was ist denn da? Da gehe ich lieber erstmal nicht hin. Sag mal, was springst du denn da so? Guck mal, wie der weggelaufen ist. Zack. In deinen Bauch rein. Was ist da? Oh Gott, was ist denn das? Soll ich da? Oh Gott, wie tief. Oh, da geht es ja super tief runter. Und warum leuchtet das da so? Ich weiß es nicht ganz. Was hat der? Halbmondgras. Okay. Ey, meine halbe Energie ist runter. Also. Ich glaube, ich versuche. Ich versuche jetzt erstmal so weit zu kommen, dass ich die Abkürzung freimachen kann. Und dann checke ich mal. Okay. Da ist bestimmt was. Da. Guck mal, zwei sogar. Ihr Ficker. Ey, wie sich die Leute, die damals Demon's Souls zum ersten Mal gespielt haben, wahrscheinlich aufgeregt haben, ne? Oh Gott, zwei Gegner und der haut mich da direkt von der Seite an? Das geht ja so nicht. Aber ich will versuchen, die Tür aufzumachen, damit ich erstmal wieder zurückkomme, weil ich sollte ja mein Schwert leveln können, zumindest, ne? Auch wenn ich jetzt, habe ich die Frau übersehen, bei der ich leveln kann? Kann ich an den Bonfires das machen? An den Keil schneiden? Ich weiß es nicht. Hau ich ihm die Einrichtung hier kaputt. Stecke in Schwierigkeiten, bitte diese Nachricht empfehlen. 832, ey, das ist doch Bullshit. Dass Leute das überhaupt empfehlen? Oh, da fliegt ein Becher. Über dem Bett. Schaut es euch an. Der fliegende Becher. So, da sind Items. Ist da einer? Da steht einer bestimmt dahinter, oder? Nee. Ist immer so verlockend hier. Eine Brandbombe. Lass uns die mal ausrüsten. Boah, ist schon ausgerüstet. Okay. Gegen schwierigere Gegner. Soll das doch was sein? Da. Okay. Blonk. Ordentlich Sichelmondgras. Oh, hier kann man wahrscheinlich. Hier ist wahrscheinlich dafür geeignet, dass man es gut farmt. Okay, und hier schon eine Forkdor, aber ich glaube, das war nicht der Boss. Ey, alle immer diesen gleichen Shit, ne? Okay, das war eine Standard-Forkdor. Ach, guck mal. Feuer Johnny. So. Datenseelen will ich noch nicht verschwenden. Kommt da von oben gleich was gesprungen? Nee. Kettenbrecher. Breitschwert. Kettenbrecher ist weniger. Ne? Kettenbrecher ist weniger. Sag mal. Achso. Ich dachte schon, was kommt da an? Ist ja nur ein Phantom. Ich kann mal ein bisschen... Er hat ein bisschen. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich einen Sichelmondgras verschwendet habe. Was ich wahrscheinlich gemacht habe. Okay, da ist hinter mir bestimmt einer. So. So, schnell. Ja, ich wusste es doch. Aber so kann ich ein bisschen. Wenn ich nah dran bin, kann ich ihn ein bisschen schubsen, aber mit der R1 Angriffstaste und nicht irgendwie mit dem Shield Parry oder Bash. Also der Bash ist fürs Parry hier natürlich da.
Oh, oh, okay. Alter, hör mal auf. Du Sau. Steht da ganz oben, ne? Ah, hör mal auf. Dummes Schwein. Okay, das ist... Oh, das ist mir zu gefährlich. Da oben. Ey, und ich komme zu dem nicht ran, ne? Kommt ihr mal runter? Alter, und die haben auch noch... Oh, hat gereicht mit einem. Okay. Sichelmondgras. Komm, da du mir eins gegeben hast, dann verbrauche ich das jetzt ja auch. Also, den Typ da oben, da komme ich noch nicht ran. Die beiden habe ich aber gewämst. Der schmeißt auch, ne? Okay. Die beiden schmeißen, die beiden schmeißen. Hallo? Ich will da hin. Wieso kann ich da nicht hin? Muss ich mich runterfallen lassen? Oh, okay. Da? Nein. Da aber. Da! Alter, hat der mit Glas versucht, mich zu parieren. Weiter vorne sollst du mit deinem wertvollen Schatz rechnen. Null. Ja, der Schatz des Todes. So ist das wohl, mein Freund. Alter. Diese Rektor-Scheiße. Okay. Okay. Boah, hier draußen habe ich ein bisschen Angst. Hier draußen habe ich echt... Ah! Shit. Ah, das war der Johnny, der von weiter oben war. Okay. Benutze es einfach mal sicherheitshalber. Ah, okay. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich. Ja, ist ja auch logisch. Oh, ich habe hier voll Angst, hier entlang zu gehen. Möglichst nah dran an der Wand, bitte. So, hier war der erste Johnny. Halbmondgras hat er. Und da kann ich mich bestimmt fallen lassen. Oder? Okay, wie komme ich denn dann dahin? Moment. Das ist doch... Ich kann mich da oben drüber nicht fallen lassen. Da ist... Ja, okay. Kann ich mich hier durchbrechen vielleicht? Ja, das habe ich schon probiert, ne? Wie komme ich denn dahin? Was passiert denn hier? Warum kann ich da nicht hin? Ich würde da gerne hin. Dahin würde ich gern. Dreck. Egal. Lass uns hochgehen. Ah! Oh, du dumme Sau. Bin ich voll drauf reingefallen. Scheiße, ich dachte schon, ich wäre komplett tot jetzt. Oh. Ich bin auch zu leichtgläubig. So, das reicht doch für den, oder? Ja. Shit, bin ich zu leichtgläubig. Hier, warum steht... Hinter dir. Was? Oben sehe ich. Ist doch nur Verarsche, ey. Oh oh. Oh. Okay. Okay, alles klar. Da drüben ist so einer mit leuchtendem Auge. Die sehen wenigstens nicht ganz so heftig aus, aber. Oh, ein Speermann. Oh, ein Speermann. Oh, ein Speermann. Oh, oh. Na gut. Speermann. Haben uns gesperrt, Mann. Da gehe ich noch nicht nach hinten. Erstmal den Johnny da. Auf dem Burgzinn bin ich schon auf. Irgendwo hier musste ich nochmal runter, glaube ich. Schon erwähnt, das einzige Mal, wo ich gespielt habe, habe ich zumindest bis zu diesem Part gezockt. Halbmondgras, ab dann ist es Neuland. War es hier?
Der hat rote Augen, oder? Der da drüben hat rote Augen. Oh, ich habe 5 von 5 Seelen. Die Seelen des Teufels. Also minus 111. Der Typ hat rote Augen. Es sind lauter Blutlachen da. Und Signs. Nee, Minjong. Ich roll hier einmal kurz durch. Mach deine Einrichtung kaputt. Zu dir komme ich später. Liegt da was? Ah, nee. Leuchtet einfach nur grün. Es liegt nicht. So, rot ist schlimmer als blau, oder? Der da vorne hat blau. Komm her, mein Freund. Okay. Oh oh. Alter, der blockt ja richtig. Sag mal, nimmt der Sichelmondgras? Der hat sich gerade geheilt, oder? Das kann ich auch. Okay. Also der hat sich gerade geheilt. Okay, da traue ich mich nicht. Oder? Der hatte sich gerade geheilt, der Ficker. Ah, und ist das eine Abkürzung hier? Ah. Ah, und da ist dieses Loch da unten. Ah, Moment, Moment, Moment. Ah, versuche dich durchfallen zu lassen. Empfehlung 1. Nee, das meine ich nicht. Auch gar keiner empfohlen. Puh. Ist hier die Abkürzung freigeschaltet? Also der Typ gerade, ja, er hat mich, er hat mir gerade mein Schild entsichert. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Nein. Aber es hat mich zum Glück keine Stamina gekostet. Haben sie wohl noch nicht so gemacht. Damals. Okay, hier oben. Sehe ich nichts. Die muss ich mir merken. 860 habe ich gerade. Oh, hier geht es ja ganz schön tief runter. Alright. Ah, zwei von denen. Ne, da kommt ihr mal lieber rauf. Ist da gerade einer runtergefallen? Da ist einer von allein gestorben. Komm uns mal her. Ich möchte mich nicht in der Nähe der Treppe aufhalten. Braucht er noch? Nein. Auch nicht die Blutlache. Ich wollte Leiche untersuchen. Sichelmondgras. So, wie ist der denn gestorben? Guck mal. Der ist runtergefallen. Dadurch ist er gestorben. Wie tief. Oh, das scheint auch sautief da runter zu gehen. Okay, hier. Ah, guck mal, wie. Oh, Ficky. Guck mal, wie tief das da runter geht. Jetzt auf keinen Fall ausweichen. Eine Empfehlung 0. Na, ich glaube, hier kannst du es machen. Ich mache das mal hier, weil hier bin ich einigermaßen sicher, glaube ich. Zum Glück kommt er hoch. Ja, so geht's auch. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. So. Also da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür und da sind Ketten. Eins. Zwei. Irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß nur nicht, ob es gut war. Da liegt... Ah, Items liegen da unten. Alles klar. Ach, guck mal, wie die Kettenglieder noch in der Luft herumliegen. Items liegen jetzt da unten, okay. Die habe ich damit aktiviert. Alright, alright. Oh, oh Gott. Alright, alright, alright. So, vorsichtig. So. Vorsicht vor dem Hinterhalt des Feindes. Na, ist es ein Hinterhalt, wenn sie vor mir stehen? Ich
sehe sie ja. So, ist das ein Pfeilschütze? Jetzt kommt er hoch. Gott, hier traue ich mich gar nicht zu kämpfen. Hier gibt es wenigstens ein Gerüst. So. Der kommt nicht mal hoch, du Fickschwein. Wieso kommst du nicht hoch? Zum Glück sind sie blöd. Und der Johnny? Der ist doch gestorben bestimmt jetzt, oder nicht? Oh Gott, ich traue mich nicht. Ich will nicht runterfahren. Oh, holy fuck. Wie viele sind denn da? Ich bin hier gar nicht so weit, okay. Ich bin hier gar nicht so weit. Alter. Wie die Leichendödel. Deshalb ist er nicht gestorben, weil es hier gar nicht mal so weit ist. Und da ist die Abkürzung. Guck mal, wie sie noch draufsteigen muss. Ring der Adhäsion, okay. Bleibt bei mir kleben, oder was? Vermindert in Seelengestalt. Ah, und ich bin wohl in Seelengestalt. Warte mal. Vermindert was? Verhindert oder vermindert? Hallo? Achso. Vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Achso, dann verliere ich weniger. Ah, wenn ich Seelengestalt bin, dann verliere ich weniger Energie. Okay. Ah, und gucken. Ah, ja, hier bin ich. Alles klar. Altes zerfetztes Gewand. Altes Gewürz. Was? Der Haarschmuck. Plattenhelm. Hallo? Ja, der Haarschmuck. Alte, zerfetzte Handschuhe. Die alten, zerfetzten Handschuhe machen mir gleich eine Fat Roll. Ey. So. Besser. Aber ja, ich habe die Abkürzung freigeschaltet. Ihr habt die Abkürzung freigeschaltet, das ist cool. Was? Oh, was machst du denn da? Hallo? Das war so nicht abgesprochen. Dass du da sowas machst. Durch den Boden einfach durchfallen. Oh, lieber weg hier. Aber ja, hey. Wir sind keinmal gestorben, oder? Zuerst eine Abkürzung, aber ich glaube, das war das Maximum, was ich gemacht habe. Aber hier ist alles wirklich komplett Neuland für mich. Ich gehe mal zurück zum Nexus und ich würde sagen, für heute haben wir einen guten Ausstiegspunkt gefunden. Beim nächsten Mal werde ich mal gucken, dass ich weiter aufleveln kann. Oder überhaupt aufleveln kann. Nee, ich glaube, erstmal ist es wohl. Oder geht es darauf hinaus, dass ich meine versuche, meine Waffe aufzuleveln und gucken, was ich sonst anstellen kann. Aber ich glaube, es war bisher durchaus erfolgreich. Dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Gregor spielt Sprite Seeing Demon's Souls. Bisher erfolgreich heißt nicht, dass es so bleibt. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao.